Liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem Februar 2024 Taroskop. Schauen wir uns hier an, was der Februar für euch bereithält, wie er sich gestalten möchte, was steht euch zur Verfügung. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf. Wird automatisch weitergeleitet. Dort gehen wir wie immer mehr ins Detail. Die Botschaften werden more intense. Lieber Fisch, der Februar hat es in sich. Ganz wichtig, ich habe so viele Informationen schon vorab gekriegt, als ich mich in deine Energie hineingetunt habe. Ich hoffe, ich konnte es mir gar nicht merken. Ich hoffe, sie kommen erneut. Jedenfalls, reite die Welle, die jetzt beginnt bis Juni. Es ist eine Welle, die lang andauert. Du kannst kreieren, manifestieren, ins Hier und Jetzt holen. Träume werden wahr, doch andererseits, du weißt, die Fische, die empathischsten unter allen, tiefgründigsten, die auch die Welt wahrnehmen. Die Welt, in der wir leben, die keinem mehr gefällt. Was trägst du dazu bei, zur besseren Welt? Es wird intens, wie immer. Du organisierst etwas, gut möglich, eine Party, eine Feier, eine Zusammenkunft. Habe ich übrigens auch gemacht vor 2 Jahren, war ganz wunderbar. Ist nur zu empfehlen. Der Fisch im Februar. Schmerzen, die vergehen, Schmerzen, die kein Schmerz mehr sind. Die Wunde blutet nicht mehr. Plötzlich ist sie verheilt. Es fällt dir erstmal gar nicht auf. Zu viele. Du siehst dazwischen klar. Etwas Neues kommt auf dich zu, mit dem du in keinster Weise rechnest, nicht mal eine Vorahnung hast. Es ist etwas komplett Neues. Manche Fische mögen sich da in Zugzwang fühlen, dass sie sich entscheiden müssen. Nein, du musst dich nicht entscheiden. Du kannst integrieren, wenn du möchtest. Ansonsten lass es links liegen. Musik sehr ausschlaggebend für dich, lieber Fisch. Wow, die geistige Welt, wie immer bei uns. Seelensprache, du erlernst eine oder die Seelensprache. Es können physische Laute sein, doch es können auch schlichtweg Schriftzeichen sein, die auf dich zukommen, die dir begegnen. Jedenfalls, du kannst sie lesen. Sie sagen, weltweit bist du der Einzige als Fisch, der sie lesen kann. Das heißt, nur wir Fische können diese Schrift entziffern. Das Buch der Toten, ausschlaggebend. Etwas ist bei einigen, nicht bei allen, mit dem Mund. Entweder vermehrt Lippenstift, neue Lippenstiftfarbe oder schlichtweg ein bisschen Botox. Du lässt deinen Mund unterspritzen. Ich sage jetzt da nichts dazu. Vielleicht gehöre ich ja auch dazu, wer weiß. Auch wenn ich es nicht glaube. Ja, es scheinen keine Karten mehr zu kommen. Wir bleiben
bei der Seelensprache, lieber Fisch. Muss gleich noch einen Schluck trinken. Im Extended verrate ich dir dann, was ich trinke. Vielleicht trinkst du das auch gerne. So, noch einmal mischen. Im Februar, gut möglich, dass du dich dabei ertappst, ständig auf der Suche nach etwas zu sein. Das heißt, du suchst den Brieföffner, du findest ihn nicht. Ach, da ist er ja. Du suchst deine Boombox, wo ist sie? Ach, da ist sie. Du suchst die Schere, wo ist die Schere? Ach, da ist sie. Du wirst dich dabei ertappen, Dinge ständig zu suchen durch den Februar. Doch dabei liegen sie in deinem Blickfeld. Kam noch eine Karte, noch zwei Karten. Wow. Ja, die geistige Welt, wie immer, sie ist bei dir. Die geistige Welt schenkt dir den Neubeginn. So, den lang ersehnten Neubeginn, lieber Fisch. Die Frage ist, nimmst du ihn an, nimmst du ihn nicht an? Dazu kommen wir später. Du bist dabei, etwas zu kreieren. Es geht um dein Ansehen. Um deinen Ruf, der dir vorauseilt. Ja, der dir vorauseilt. Und es geht darum, was möchtest du in dieser Welt deinen Nachkommen hinterlassen? Ganz egal, ob du selbst Kinder hast oder nicht, was möchtest du hinterlassen? Welche Fußspuren möchtest du hinterlassen? Hast du bis heute, bis jetzt etwas hinterlassen. Es wird spannend. Schauen wir uns die Hauptenergie an, lieber Fisch, die dir zur Verfügung steht. Du wirst more relaxed, du nimmst vieles weniger ernst. Du lebst in den Tag hinein, so wie er sich präsentiert. Du bist eigentlich in deinem Biorhythmus, du bist in deinem Flow. Du bist mega connected mit dem Universum. Algen ein Thema, sei es, dass du sie zu dir nimmst oder Algen im Meer, vielleicht schwimmst du im Meer und Algen winden sich um dich. Ich weiß es nicht. Algen. Dann etwas Goldenes, ein goldener Kreis. Ausschlaggebend. Und umgebe dich mit so vielen Kristallen wie nur möglich. Falls du keine hast, bittet dich die geistige Welt darum, dich mit ihnen zu beschäftigen und dir welche anzuschaffen. So, zwei Themenkarten sind gleichermaßen rausgekommen. Voilà, eine Waage ausschlaggebend und eine Jungfrau für den ganzen Februar. Also, es geht darum, dass du dir selbst gerecht werden solltest. Was bedeutet das? Sie sagten, du bist im Februar in deinem eigenen Flow, in deinem eigenen Biorhythmus. Das ist schon perfekt, so wirst du dir selbst gerecht, indem du auf dich hörst, indem du tust, wonach dir ist. Womit einige nicht zurechtkommen werden im Zwischenmenschlichen, ist, dass du dich zurückziehen wirst. Die Seelensprache, die da auf dich wartet, von dir entdeckt zu werden, gut möglich im Buch der Toten, was auch immer. Ich filtere nicht, ich gebe durch, was ist. Für irgendjemanden wird es schon Sinn machen. Es geht darum, dass du dich damit mit deinem inneren Licht verbindest. Es geht darum, gleichermaßen, dass du ein Licht für andere bist. Das heißt, Rückzug. Okay, doch vergiss deine Mitmenschen nicht. Vorsicht davor, dass euer
Display am Handy nicht zu Bruch geht, das wäre sehr ärgerlich. Und eine Jungfrau klopft an und möchte antworten. Du erhältst dieses Erdzeichen wahnsinnig. Erhältst im Sinne der Inspiration. So, kommen wir zur Waage. Die Waage ist dabei, die Zukunft zu kreieren, die Zukunft zu planen. Möchtest du dabei sein oder nicht? Die Sache ist die, lieber Fisch, die Waage ist so auf sich fokussiert, dass du manchmal das Gefühl haben wirst, hey Babe, wo komme ich in dem Ganzen vor? Lernaufgabe? I don't know. Jedenfalls, für diejenigen, die mit Behörden zu tun haben, das kann schnell vonstatten gehen. Die Sache ist die, schau genau hin, lass dich nicht lumpen. Beginnen wir mit dem Tarot. Gut möglich, dass du sogar Antworten bekommst von einem Menschen, den du als, gut zu hören, als weiser und erfahrener als du es bist ansiehst. Vor allem dann, wenn es um die Planung geht. Yes. So, lieber Fisch. Wir wissen, dir ist das Zwischenmenschliche wohl viel wichtiger als alles andere. Doch der Februar möchte, dass du konzentriert bleibst. Denn mit dem, was kommt, rechnest du nicht. Mit dem, was kommt, brauchst du deine volle Konzentration. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf dich. Wir gehen mehr ins Detail. Das Universum wird dich leiten. Und es gibt großen Grund zu feiern. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich im Extended. Ciao.